Hallo und herzlich willkommen zu einem Videotraining heute zum Thema Microsoft Office Word und die Schnellformatvorlagen. Mein Name ist Norbert Schumann von psdtutorials.de und ich möchte euch gerne zeigen, was es mit diesen Schnellformatvorlagen auf sich hat. Zunächst einmal brauchen wir natürlich ein Dokument bzw. etwas, was wir schreiben möchten und schreiben das natürlich auf unser leeres Dokument und dann haben wir die Möglichkeit natürlich auch diese Formate bzw. diese Schrift zu formatieren. Das funktioniert ganz normal vorne über die Registerkarte Start. Dann können wir beispielsweise natürlich unsere Schrift jetzt hier, die wir verändern möchten, markieren. Nehmen wir also jetzt einmal diese Passage hier und können jetzt die Optionen hier in diesem Bereich hier nutzen, um beispielsweise die Schrift anzupassen. Da ließe sich also die Schriftart anpassen, die Schriftgröße und natürlich eben auch die Dinge rund um die Farbgebung. Es gibt aber auch die Formatvorlagen. Die Formatvorlagen, das ist also der Bereich, der sich jetzt hier rechts befindet. Und diese Formatvorlagen ist im Grunde also eine Zusammenfassung von vordefinierten Schriftformen mit bestimmten Eigenschaften, die dann wiederum auf die Schrift wirken können. Nehmen wir zum Beispiel mal jetzt das Thema Überschrift hier. Haben wir verschiedene Überschriften, zum Beispiel eine Hauptüberschrift, dann gibt es Unterüberschriften und natürlich auch der Mengentext, der dann wiederum darunter folgt. Jede dieser Textbereiche oder Dokumentenbereiche soll im Grunde also mit einer eigenen Formatierung versehen werden. Normalerweise ist es so, dass wir also zu diesem Eintrag hier hingehen und zum Beispiel diese Formatierung hier anhand dieser Textwerkzeuge vornehmen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel für das Dokument hier die Schnellformatvorlagen zu benutzen, um diese eben zu formatieren. Das sind also vordefinierte Formatvorlagen, die genau bestimmen, wie also ein bestimmter Textbereich aussehen soll. Und hier gibt es auch gleich eine Live-Vorschau. Das bedeutet also, wenn ich mit der Maus drüber gehe, wird der betroffene Text, den ich jetzt hier markiert habe, live verändert. Das Ganze kann also hier durchaus für sämtliche Schriften vorgenommen werden. Zum einen also hier für Überschriften zum Beispiel. Und wir sehen jetzt auch im Hinweistext zu der Maus, welche ja, Bezeichnung im Grunde also diese Formatvorlage im Grunde jetzt hat. Jetzt sind wir gerade bei der intensiven Hervorhebung. Wir können ja noch weitere Hervorhebungen ja, einnehmen oder auswählen. Und es gibt natürlich auch bestimmte Überschriften, Titel, Untertitel beispielsweise oder eben schwach hervorgehoben. Nun ist es so, dass man also hier sich für eine dieser Optionen entscheiden kann. Das tue ich, indem ich einfach jetzt diese Formatvorlage auswähle. Nehmen wir einfach mal die Überschrift. Das soll jetzt im Grunde die Formatvorlage sein. Und wir können natürlich auch Formatvorlagen übernehmen oder eben die Formatierung löschen. Das heißt, diese wird im Grunde wieder rausgenommen aus meiner Formatierung und die erste, die Originaleinleitung im Grunde wird also als Formatierung unformatiert hier zunächst einmal abgebildet. Es gibt ferner die Möglichkeit, natürlich auch Formatvorlagen zu definieren. Gehen wir einfach mal hier hin, nehmen jetzt einfach mal hier diese Zwischenüberschrift und diese Zwischenüberschrift soll zum Beispiel in einer anderen Schrift sein. Nehmen wir jetzt mal die Garamond, also eine meiner Lieblingsschriften hier mittlerweile, können also auch die Schriftgröße hier definieren. Das ist überhaupt kein Problem. Genauso wie die Schriftfarbe. Nehmen wir einfach mal ein Blau beispielsweise und möchten dieses jetzt hier dem Katalog hinzufügen. Dann kann ich natürlich auch diese Formatvorlage übernehmen. Dann besteht die Möglichkeit, hier beispielsweise die Bezeichnung dieser Formatvorlage einzugeben. Geben wir einfach mal ein Zwischenüberschrift. So soll das Ganze heißen. Wir haben die Möglichkeit, hier über diesen Textbutton auch noch die Formatvorlagen direkt ja, einzustellen. Das heißt also in Areal, Fett, Weiß zum Beispiel. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten hier. Hier ist also auch eine Möglichkeit der Formatvorlage. Und wir können das Ganze im Grunde also jetzt hier als neu zwischenspeichern. Dann haben wir also hier eine Zwischenüberschrift als Formatvorlage und diese würde im Grunde jetzt in dem Katalog auch erscheinen. Ob das auch tatsächlich geklappt hat, das werden wir jetzt hier sehen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal zu einer der nächsten Überschriften, zum Beispiel diese hier, und wollen jetzt gern die Zwischenüberschrift haben. Und wir sehen diese jetzt hier auch schon in dieser Formatierung. Dasselbe ist also hier. Wir haben gesehen, wir hatten die Schriftgröße bei 14 Punkt eingestellt, die Garamond in Fett und Blau gefärbt. Das war also auch hier oben im Grunde dieselbe Formatierung, Garamond in fetter Schrift und in einem Blau. Und das ist genau diese Formatvorlage, die wir jetzt hier übernommen haben. Dasselbe funktioniert zum Beispiel auch mit dem Mengentext.
Nehmen wir mal den Mengentext an. Auch hier können wir beispielsweise die Garamond einstellen. Wir haben jetzt hier verschiedene Schriftschnitte. Wir müssen jetzt auch beachten, das sieht ja immer ein bisschen groß aus. Das hängt auch damit zusammen, dass ich hier natürlich in einer Vergrößerung arbeite in diesem Fenster, damit wir also auch diesen Text wunderbar erkennen können. Ich gehe jetzt mal ein bisschen hoch, dann sehen wir den Text also noch ein bisschen besser. Und können jetzt auch beispielsweise hier einen Zeilenabstand festlegen. Der ist jetzt hier bei 1,5. Der einfache Zeilenabstand würde es auch tun beispielsweise. Wir könnten das Ganze auch, wenn wir den wollten, in einer kursiven Schrift belassen, werden wir also jetzt hier zunächst einmal die Schrift so verändern. Und wir haben jetzt hier den Blocksatz gewählt. Der ist also auch hier voreingestellt. Das soll jetzt nicht so sein. Wir werden jetzt also den Blocksatz in einen linksbündigen Satz ändern beispielsweise. Und dann wäre das eine neue Vorlage. Diese neue Vorlage, die kann ich wiederum abspeichern, über Formatvorlage übernehmen. Und dann kann ich hier einen Namen vergeben, zum Beispiel Mengentext. Nehmen wir mal an, wir wollen ein Dokument erstellen und dieses Dokument hat einen bestimmten Namen. Nehmen wir einfach mal Aufsatz. Wenn es denn ein Aufsatz wäre, Mengentext Aufsatz neu, dann ist dieses jetzt auch übernommen worden und befindet sich im Grunde jetzt auch hier in meiner Formatvorlage, in meiner Schnellformatvorlage und kann damit im Grunde also zukünftig auch die Texte ganz, ganz einfach übernehmen. Hier gibt es noch ein kleines Dropdown-Auswahlfeld. Hier kann ich also im Grunde das Feld selber, das Fenster verschieben, die Größe ändern oder dieses Feld auch schließen. Das bleibt mir im Grunde also freigestellt. Ich kann natürlich auch die Schnellformatvorlagen, die ich jetzt hier einrichte beispielsweise, verändern. Mir stehen natürlich sämtliche Textoptionen zunächst einmal zur Verfügung. Ja, also ich kann natürlich auch das Ganze als Aufzählung betreiben, als Auflistung. Ich kann, wie gesagt, den Zeilenabstand definieren. Ich kann definieren, wie der Absatz gehandelt werden soll, auch wie die Schriftfarbe aussehen soll, Schrifthinterlegung beispielsweise. All das kann ich in diesem Stil hier festlegen, festhalten und natürlich eben auch wiederum verändern. Gehen wir doch jetzt zum Beispiel mal auf diesen Stil hier und wollen diesen verändern. Dann kann ich jetzt einen Rechtsklick ausüben auf meinen Stil, den ich jetzt hier oben natürlich festgelegt habe. Das ist also diese Schnellformatvorlage ist im Grunde ein Textstil. Das muss ich halt dazu sagen, weil wir kennen Stile vielleicht aus anderen Layout-Programmen heraus. Da wird sowas immer gerne als Stil beziffert oder bezeichnet. Und wir können jetzt im Grunde also auch diesen Stil verändern, indem wir einfach auf Ändern klicken. Dann haben wir hier ein Dialogfeld. Dieses Dialogfeld ermöglicht es mir im Grunde genau den Einfluss des Textes jetzt hier noch einmal zu übernehmen. Das heißt, ich kann den Formatvorlagentyp ändern. Es ist jetzt ein Absatz. Wir können das Ganze auch verändern. Zum Beispiel die Formatvorlage basiert auf einem Standardtext. Ich kann natürlich auch sagen, es soll im Bereich der Überschriften zum Beispiel angesiedelt sein oder im Bereich der Zwischenüberschriften. Dann haben wir die Formatvorlage für den Absatz ist natürlich auch der Mengentextaufsatz. Das ist die Formatvorlage, genau. Und das wähle ich jetzt hier aus. Und dann habe ich hier die Formatierungsmöglichkeiten. Also wiederum die Schriftart, Schriftgröße, Schriftschnitt, die Schriftfarbe, wenn ich das möchte, natürlich auch die Absatzform. Hier wiederum ist der Blocksatz voreingestellt. Kann ich natürlich linksbündig ausrichten, wenn ich das mag. Auch als Blocksatz. Rechtsbündig, zentriert, all diese Möglichkeiten stehen mir hier zur Verfügung. Ich habe die Möglichkeit, hier den Zeilenabstand zu definieren, auf einfach, 1,5-fach, mehrfach, beispielsweise. Und natürlich auch die Absatzgröße kann ich vergrößern oder verkleinern, das heißt der Abstand zwischen den einzelnen Absätzen, sowie die Einzüge. Das heißt der Einzug der ersten Zeile oder eben den hängenden Einzug, das heißt den Einzug ab Zeile Nummer 2, kann ich jetzt hier im Grunde festhalten. Dasselbe ist also hier unten auch nochmal automatisch aktualisieren. Kann ich jetzt hier anklicken, dann wird also das auch automatisch aktualisiert. Die Texte, die bereits formatiert wurden, das ist auch wichtig. Hier habe ich zum Beispiel einen Text in meinem Dokument geschrieben, in einem bestimmten Stil und ändere diesen Stil nachträglich, dann kann ich natürlich über diese automatische Aktualisierung hier festlegen, dass der Text, der betroffene Text in meinem Dokument automatisiert übernommen werden soll. Nur in diesem Dokument soll das Ganze gelten oder eben neue, auf diese Vorlage basierende Dokumente kann ich jetzt hier auswählen. Hier unten gibt es noch einen Schalter für die Formate, kann ich natürlich auch hier festlegen, Schriftart, kann ich jetzt die Schriftart zunächst einmal auswählen.
haben wir natürlich die Schriftartenverzeichnisse. Kann ich jetzt hier auch erweiterte Textfunktionen nutzen? Zum Beispiel die Garamond in Fett. Ich kann natürlich sagen, ich möchte gerne die Garamond in Standard haben, 14 Punkt groß, und ich möchte gerne Kapitelchen haben. Auch das ist eine Möglichkeit, und wenn ich das bestätige, wird das sofort hier abgeändert. Gehen wir noch einmal rein. Können natürlich statt der Kapitelchen zum Beispiel auch einen Umriss definieren, zum Beispiel, oder eine Gravur. Nehmen wir das einfach mal, dann sieht das Ganze schon so aus. Auch das ist eine Möglichkeit. Natürlich, alle verfügbaren Optionen, die mir jetzt hier zur Verfügung stehen, und auch hier gibt es dieses kleine Vorschaufenster, das mir unten im Grunde also schon alles anzeigt, kann ich jetzt hier übernehmen. Ich bestätige das mal mit OK. Hier haben wir noch die Absatzformatierung, also alle Textformatierungsmöglichkeiten, die mir hier Microsoft Office Word 2010 zur Verfügung stellt, stehen hier im Grunde also zur Verfügung zur Feineinstellung eines jeden Stils. Und diesen Stil kann ich im Grunde also damit komplett voreinstellen und dann wiederum ändern und übernehmen. Das ist jetzt also unsere neue Schrift für diesen Mengentext. Und jetzt kann ich natürlich auch, wenn ich da mag, hier einen nächsten Mengentextabsatz markieren. Nehmen wir einfach mal diesen hier und diesen ganz einfach umstellen, indem ich einfach diesen Stil auswähle. Das ist eine ganz einfache Geschichte, muss man halt einfach nur verstehen. So lässt sich also im Grunde jetzt hier der Stil erweitern, indem ich einfach hier neue Stile hinzufüge, und ich kann das aufgrund der voreingestellten Stile auch sehr, sehr schnell selbst übernehmen oder eben verändern und diese Stile im Grunde auch wiederum anpassen, falls diese nicht in mein Konzept passen. Löschen kann ich einen Stil per Rechtsklick zum Beispiel aus Schnellformat Vorlagenkatalog entfernen, kann ich natürlich hier tun. Ansonsten ist natürlich auch diese Formatierung hier zu löschen. Das ist überhaupt kein Problem. Formatvorlagen ändern, Absatzabstand natürlich, Stil Set, gibt es noch verschiedene Farben. Ausgefallen ist also ein ausgefallener Stil. Das heißt, eine bestimmte Schriftart wird dafür gewählt, ein bestimmter Schriftschnitt. Wir können das auf sehr einfache Weise tun, elegant, formell. Manuskript, es gibt verschiedene Stile, die dann wiederum unseren Text abbilden. Kann man sich für einen Stil entscheiden, muss man nicht, aber eben im Grunde lässt sich das alles hier wunderbar realisieren.